Schön. Schön, euch zu sehen. Die ersten Reihen kann ich erkennen. Mein Name ist Matthias Wölfer, für alle, die mich lange nicht gesehen haben. Ich bin Jugendpastor hier im Christuszentrum und vielleicht sind Sie auch heute das allererste Mal da. Dann würden wir Ihnen gerne eine Willkommensmappe überreichen, unser Ordner. Ist denn jemand heute das allererste Mal da, den wir zusammen begrüßen können? Dann könnten Sie vielleicht einmal kurz die Hand heben. Okay, ich habe jetzt niemanden direkt gesehen. Gut, dann starten wir direkt durch. Ich finde, es ist immer noch eine spannende Zeit. Die Lockerungen kommen mehr und mehr durch. Wir, für alle, die es ein bisschen mitbekommen haben, wir mit der Jugend haben ja auch eine Jugendfreizeit geplant und Corona ist ganz schön herausfordernd. Und ich merke, diese Zeit generell, also für mich persönlich war sie teilweise richtig nervig, weil ich so oft gemerkt habe, ich kam irgendwie an innerliche Grenzen. Teilweise war sie manchmal entspannt, wo ich dachte, okay, alles mal ein bisschen runterfahren, ruhiger. Und dann willst du aber gewisse Dinge, hast du dir vorgenommen, hast Pläne gemacht und dann merkst du, oh, das passt alles nicht, das geht nicht, hier musst du dich an dieses oder an jenes halten, richten. Und was ich besonders bemerkt habe, ist, das ist zwar schon die letzten Jahre, aber das spitzt sich jetzt sehr zu, ist die Stimmung. Wenn ich in Gesprächen bin mit Freunden, mit Bekannten, mit allen möglichen Leuten, dann geht es natürlich auch immer irgendwie um Corona und die Maßnahmen und die Lockerung oder auch nicht. Und dann merkt man so ein krass geteiltes Klima. Ich weiß nicht, ob ihr das auch wahrnehmt. Manche denken sich, also manche sind so, ja gut, ich sehe das ganz entspannt. Und manche sagen, oh, wie kann man nur als Staat und wieso kriegen wir solche Maßnahmen aufgebrummt, das ist völlig überzogen. Und man hört so alles Mögliche. Ständig kommen irgendwelche Nachrichten und jetzt heutzutage Social Media kriegst du ja ständig, zack, zack, zack. Liest du Facebook und denkst, oi, was da alles gepostet wird, gefragt wird, hinterfragt wird. Und du merkst, es ist so ein richtiges Spannungsfeld vorhanden. Also wenn du gar keine Medien konsumierst, kriegst du das nicht mit. Dann herzlichen Glückwunsch. Aber ansonsten merkt man das schon. Ich finde es enorm. Ich habe mit einem Dozenten neulich darüber gesprochen, wie politisch man als Pastor sein kann, um sich auch bei gewissen Sachen zu positionieren oder nicht. Dann gibt es Für- und Wiederbeispiele. Und was ich so merke ist, das Schlimme an den Diskussionen mittlerweile ist geworden, dass es oft gar keine gemeinsame Basis mehr gibt und der eigene Blickwinkel so enorm fokussiert wird, dass ein Miteinander echt schwierig ist. Manchmal mit Freunden sogar. Oder wo du dachtest, ey, alles in Ordnung, wir sehen das gleich und so. Und dann merkst du, oh, was ist da für eine Stimmung? Was entwickelt sich da? Und ich empfinde das die letzten Jahre, aber es spitzt sich zu. Jetzt hört man von Trump, der mit der Bibel nach vorne geht und angeblich mit, was war das, Tränengas? Nee, Pfefferspray, irgendwie die Menge links und rechts, also Platz gemacht hat, damit er da ein Foto machen kann. Und dann hörst du diese Seiten und jene und das geht eigentlich nur, du wirst sofort stigmatisiert. Bist du ein Befürworter? Bist du vielleicht rechts? Bist du eher ein Kritiker? Bist du gleich links? Ja? Äußerst du in dieser spannenden Phase zu einem kritischen Thema deine Meinung, wirst du sofort, also die Schubladen gehen auf und zu. Und ich finde das sehr gefährlich und vor allem auch bei uns Christen habe ich das auch entdeckt. Und was mich schockiert, ich meine, ich kann das verstehen, ja, wenn man von einem Thema so eingenommen ist, Sport, ja, oder bestes Beispiel, oder für mich Basketball damals, dann hat man Fokus, da will man, da ist Ehrgeiz drin, da steckt vieles drin. Und wenn dann es anders läuft, als man denkt oder so, dann ist man natürlich traurig oder wütend oder alles Mögliche. Aber was mich schockiert, ist, dass die Liebe flöten geht. Dass egal, ob es sachliches Thema ist oder vielleicht ein Subjekt, aber die Liebe geht flöten. So empfinde ich es. Und heute wollen wir uns einen Text anschauen, den Paulus geschrieben hat. Und das ist
theologisches Meisterwerk, muss man sagen, im Neuen Testament. Der Römerbrief ist auch der längste Brief von ihm. Und Paulus schreibt an die Römer, die er noch nicht leiblich gesehen hatte, muss man ehrlicherweise sagen, aber die auch mit solchen Spannungsfeldern konfrontiert waren. Zwar vielleicht nicht die, die wir heute haben, aber andere Spannungsfelder. Und zwar ging es darum, zum Beispiel die Juden, die zum Glauben gekommen sind, die Heiden, die hatten dann Schwierigkeiten, miteinander klarzukommen, weil die Juden hatten vorher ihr ganzes Gesetz und dann kommt Jesus und plötzlich ist das Gesetz, ich möchte nicht sagen obsolet, aber nicht mehr wichtig. Jesus steht jetzt im Zentrum. Und dann führte das unweigerlich zu Fragen natürlich. Manche waren immer noch damit fest verbunden mit dem Gesetz und dann sahen sie die Heiden an, die vielleicht gar nicht beschnitten waren, was bei den Juden ja sehr üblich war, und dachten, wie geht das, die müssen sich beschneiden lassen. All diese Themen waren, und das führte zu Spannungsfeldern, weil das natürlich ihr Innerstes war. Mit dem sie sich beschäftigt haben, ihr ganzer Lebensinhalt. Und Paulus schreibt an sie, und in Römer 15, ab Vers 1, ich lese aus der Neuen Genfer, die kann man ganz gut verstehen. Wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn und was im Glauben weiterhilft. Zuerst mal ein krasser Start von Paulus, hier im Kapitel 15. Davor sprach er vor allem, da geht es darum, dass einige Probleme hatten, Fleisch zu essen, und für andere war es kein Problem, und dann versucht er so zu vermitteln. Er sagt, die kein Problem innerlich haben mit ihrem Gewissen, die sollen nicht die anderen übervorteilen oder halt verärgern, und die ein Problem damit haben, sollen die anderen nicht verurteilen, nicht von oben herabschauen. Aber Paulus wirft hier einen Konflikt auf, den wir alle haben. Und zwar ein innerlicher Konflikt. Was ist mit meiner eigenen Freiheit? Weil Paulus schreibt hier gerade etwas, das entgegengesetzt dieser eigenen Freiheit ist. Und zwar, du sollst nicht an dich denken. Du sollst nicht an dich denken. Ja, jetzt kann man sagen, es ist ein super Vers und ja, klingt klasse, aber wenn man das mal so ein bisschen durchdenkt und überlegt, was das bedeutet, nicht an sich zu denken, ist das sehr weitreichend. Es ist ein Einschnitt in die eigene Freiheit, den Paulus hier fordert. Ja, und das hört man ja immer wieder momentan. Ja, meine Freiheit ist beschnitten und ich bin ganz ehrlich, also ich bin auch kein Fan von der Maske tragen, ja. Ich denke, das ist keiner hier. Also ich hoffe auch keiner. Ja, also ich denke, keiner ist Fan einer Maske zu tragen. Auch nicht die zum Umhängen. Ja? Aber Paulus erwartet hier etwas, was für uns schwierig ist. Weil wir uns selbst unsere eigene Freiheit beschneiden müssen. Ich hatte neulich jemanden gehört, der sagte, ja, das Ding, diese Dinger, diese Masken sind ja nur Maulkörbe. Und man versucht uns ruhig zu stellen und alles Mögliche. Und man merkte diese Verzweiflung. Ich kann's immer verstehen auf beiden Seiten. Ja. Aber Paulus fordert hier was von den Christen untereinander. Er sagt, geht von eurer eigenen Position weg. Lasst euch in eurer scheinbaren Freiheit beschneiden aufgrund des anderen. Und ich denke mir, oh Paulus, du erwartest hier was von uns. Du erwartest nicht wenig. Und Paulus, der kannte sich aus mit Beschneidung der eigenen Freiheit. Er hat nämlich sehr viel selber zurückgelassen, sehr viel durchlitten, um der anderen Menschen willen. Er schreibt einmal in der Bibel heißt es, dass er sagte, ich wünschte, ich könnte schon abschneiden, also zum Herrn gehen, aber um euretwillen bleibe ich noch hier. Er hat nicht den Fokus auf sich selbst, sondern auf dem Fokus der Gemeinde, auf seinen Christen, auf seinen Freunden. Und das ist eine ganz spannende Zeit.
Aber wir schauen, wie Paulus weiter argumentiert. Vers 3. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift, gegen mich, o Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Paulus zitiert Psalm, das schreibt nämlich David, der sich identifiziert mit Gott. Und Paulus sagt, ich identifiziere mich und wir identifizieren uns miteinander mit Gott. Und genau wie Christus das gemacht hat, der nicht sich selbst wohlgefallen hat. Und ich finde das hier heutzutage, man kann es sich echt gut gehen lassen, oder? Man kann, wir haben jetzt richtig die Zeit genutzt, haben viele Projekte gemacht, den Garten sauber gemacht, alles gereinigt, auf Vordermann gebracht. Man kann es sich gut gehen lassen, aber er sagt, Christus war nicht da, um sich selbst zu gefallen. Und das ist eine Herausforderung. Ich glaube, dass es gar nicht menschlich möglich ist. Wirklich, wirklich göttlich, die Menschen zu lieben, wie Gott sie liebt. Und auch untereinander. Vor allem dann, wenn du eine extrem unterschiedliche Meinung hast, dann ist es eine Herausforderung. Sonst, wenn alles glasklar ist und super, dann ist ja kein Problem. Ja? Dann sind wir uns einig. Aber gerade dann, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, wenn wir denken, das sehe ich ganz anders wie du, dann die Liebe Gottes zu sehen. Bei den Themen, die uns nahe gehen. Paulus schreibt an die Philipper, wir gehen heute richtig Bibel rein, Kapitel 2, 3, Vers 8, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Paulus, der selber im Gefängnis sitzt, während er an die Philippa schreibt, sagt, der Fokus ist nicht auf uns, sondern ordnet euch einander unter, liebt euch. Und er malt wieder dieses Bild zu Jesus. Er sagt, Jesus, er, der sich selbst entäußert hat, der hier auf diese Erde kam, um Tod für dich und für mich zu sterben. Und wir lesen weiter in Römer. Und alles, was die Schrift sagt und was schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Ich mag die Elberfelder Übersetzung hier noch ein Stück lieber. Da steht der Gott des Ausharrens und der Ermunterung. Ermunterung, altes Wort, Ermutigung. Gott des Ausharrens und der Ermunterung gebe euch, dass ihr gleichgesinnt seid wie Christus. Ohne die Ermutigung und die Befähigung von Gott auszuharren und ausharren, ich nehme das Beispiel mal, was Ingolf immer so genannt hat, ist ja nicht bei 30 Grad an der Sonne schön am Strand liegend, sondern ausharren ist ja genau dann gefragt, wenn die Situationen schwierig sind. Wenn man merkt, die Stimmung ist angespannt. Wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung. Wusstest du, dass du so einen Gott hast? Der fähig ist, dir zu helfen, dass du in schwierigen Situationen ausharrst. Und vielleicht gibt es hier Leute,
die finanziell davon betroffen sind von Corona, aber vielleicht sind sie auch anders betroffen. Vielleicht Ängste, die hineingekommen sind. Und ich möchte dir sagen, du hast einen Gott der Ermutigung. Ein Gott, der sich selber damit betitelt. Ich bin der Gott der Ermutigung und des Ausharrens. Du bist nicht alleine in dieser Situation. Und vielleicht, weiß ich nicht, hast du diese Entscheidung nie getroffen. Vielleicht bist du da und sagst, okay, mit diesem Jesus zu leben, das ist, hört sich nett an, aber habe ich noch nie die Entscheidung fest getroffen. Ich möchte dich ermutigen, dass du das tust, weil er ist der Allerallerbeste. Wir haben vorhin so schön gesungen, er macht alles neu. Das habe ich erlebt in meinem Leben. Ich glaube, viele andere hier in diesem Raum haben das auch erlebt, dass wir einen Gott haben, der alles neu macht. Der dir in Situationen, die ausweglos waren, ist er der Gott, der alles neu macht, der es aufblühen lässt in deinem Leben. Und ich meine nicht, dass alles immer super läuft. Aber gerade dann in den Situationen, wo nicht alles super läuft, ist er, der alles neu macht. Und dir Freude schenkt, Frieden, Liebe, das, was du brauchst. Ich fand das so krass. Wir haben in Buxtehude eine gute Wegbegleiterin, nenne ich sie jetzt, Gudrun. Manche kennen sie von euch. Und kurz vor Corona, es ging auch, ich glaube, durch den Gebetsverteiler. Ich war häufig mit Gudrun unterwegs. Wir sind in Buxtehude in die Sagekuhle. Das ist der Brennpunkt in Buxtehude. Und dort haben wir immer Lagerfeuer gemacht und ein Zelt aufgebaut und haben Zeit mit den Kindern verbracht und von Jesus erzählt. Und jetzt im, wann war das? Ich weiß nicht, ob das Februar war. Zu Beginn, kurz bevor alles durch Corona zugemacht wurde, war ich gerade mit meinem Papa Billard spielen und dann kriege ich die WhatsApp, dass Gudrun wiederbelebt werden musste, weil sie ja umgefallen war und ihre Tochter hatte sie entdeckt und das war ein absoluter Schock, das zu lesen für mich. Und mein Papa und ich, wir haben direkt gebetet und dann sind wir nach Hause, haben Gebetszeit gestartet mit der Family gemeinsam und es haben viele gebetet, das weiß ich. Viele haben gebetet, dass Gudrun wieder auf die Beine kommt und die Ärzte haben ihr eigentlich gar keine große Chance eingeräumt. Das, was man immer so gelesen hat, die Updates waren alles, das sieht so aus, als wird sie ein Pflegefall sein. Es sieht so aus, als ob es einfach keine Hoffnung mehr gibt. Aber ich finde das so stark, wir haben einen Gott der Hoffnung. Und Gudrun ist wieder wohlauf. Ihr geht es wieder richtig gut. Es ist ein wirkliches Wunder, was Gott da getan hat. Dass er Gudrun aus dieser schrecklichen Situation des Todes herausgeholt hat und der Familie in der Zeit wirklich Stärke und Durchhaltevermögen gegeben hat. Und das war keine leichte Zeit. Wir haben einen Gott des Ausharrens und Ermunterung, egal wo du stehst. Ob du stark betroffen bist gerade oder nicht, oder ob es dir innerlich schlecht geht, er ist der Gott des Ausharrens und der Ermunterung. Es geht weiter ab Vers 6. Gott möchte, dass sie ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Juden und Nichtjuden preisen Gott gemeinsam. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Vers 8. Ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind, ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihren Stammvätern gegeben hat, einzulösen und damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Vers 9, aber auch die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus sein Erbarmen erfahren haben. Das bestätigt die Schrift. Es heißt an einer Stelle, darum will ich mich vor den Völkern zu dir bekennen. Zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle heißt es, stimmt ein, ihr Völker, in den Jubel seines Volkes.
Wieder an einer anderen Stelle heißt es, lobt den Herrn, all ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Und Jesaja sagt, bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Einige Zitate aus dem Alten Testament. Der Wunsch Gottes, den Paulus hier vermittelt, ist, dass wir einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Wisst ihr, mein Gebet ist manchmal, Jesus, zeig mir, wovon du mich befreit hast. Also ich muss es sehen, ich muss es erleben. Ich zum Beispiel schaue ich auch gerne zu Ostern, die Passion habe ich schon mal erzählt, weil ich muss wissen, was es Jesus gekostet hat, mich zu erlösen. Was für ein krasser Schritt das war und wovon er mich befreit hat. Damit ich mehr und mehr seine Liebe verstehen kann und spüren und erleben und dass sie präsenter in meinem Leben ist. Und ich weiß, dass er mir ein neues Kleid gegeben hat, ein weißes Kleid ohne Runzeln und Flecken, das ich tragen darf, weil er so gut ist. Nicht, weil ich gut bin, sondern weil er so gut ist. Und das dürfen wir tragen. Und als Jesus dich und mich errettet hat, hat er uns nicht einfach irgendwo in einen Haufen von Individualisten hinein errettet, sondern er hat uns in sein Volk hinein errettet. Wir sind befreit zu einer göttlichen Einheit. Du bist nicht einfach nur ja, für dich und ja, Jesus und ich und mein Leben und okay, uns geht's gut und keine Ahnung, wie es allen anderen geht. Das hat, Leute, das hat mit dem Neuen Testament nichts zu tun. Wirklich nicht. Im Neuen Testament, biblisch gesehen, gibt's gar kein Christsein außerhalb der Gemeinde. Ja, damit lege ich jetzt nicht den Fokus auf das Gebäude hier, sondern auf dieses Verständnis, dass ich Teil eines Leibes bin. Und ich werde dort hineingerettet, heißt es in Apostelgeschichte, als der Heilige Geist kam und die Leute hinzugetan wurden zum Volk, gehöre ich jetzt zum Teil einer neuen Familie. Und diese Familie, die ist bunt, die ist unterschiedlich, die hat verschiedene Hautfarben, spricht manchmal unterschiedliche Sprachen, kann sich manchmal besser und manchmal nicht so gut ausdrücken. Aber es ist eine Familie, die Gott geschaffen hat. Eine Familie, die er liebt. Und er hat gesagt, lasst uns untereinander gleichgesinnt sein, so wie Christus. Wir sind befreit zu einer göttlichen Einheit. Und mein Wunsch ist es, dass wir jetzt in dieser ganzen Zeit nicht unsere tägliche Diskussion sind, wer jetzt Corona ist und von wo und was und dies und das, sondern dass wir uns ermuntern, dass der Geist unseres Gottes in uns ist, der uns gegenseitig stärkt, ermutigt, zu guten Werken antreibt. Nicht darüber nachzudenken, was alles schlecht läuft und schwierig und das kennen wir und das kennt die Welt und das ist ganz normal, das ist da Thema. Aber was ist mit dem Gott des Ausharrens und der Ermunterung in unserem Leben? Ist der spürbar, ist der sichtbar für die Menschen? Ist es sichtbar, wen wir in unserem Leben tragen? Wer bei uns ist? Wer uns stärkt? Oder haben wir dieselbe Sicht wie alle anderen? Und ich weiß, es gibt schwierige Situationen, aber genau für diese schwierigen Situationen haben wir doch diesen wunderbaren Gott. Nicht nur für diese, aber der uns anstachelt. Der sagt, ich bin bei dir. Ich unterstütze dich. Als Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er den größten Einschnitt seines Lebens gemacht. Er hat sein Leben niedergelegt. Und manchmal denken wir, wir haben noch äußerst viele Rechte, die wir verteidigen müssen. Obwohl er sagt, folgt mir nach. Und ich wünsche mir, dass wir das erkennen, gemeinsam, dass wir eine Familie sind.
mit unterschiedlichen Ansichten. Auf jeden Fall, wir sollen nicht gleichgebürstet sein. Ja? Aber wertschätzend und erkennbar an der Liebe untereinander. Weil das ist wirklich, wenn ich mit jemandem nicht übereinstimme und trotzdem lieben kann, das ist die Gnade Gottes, die sichtbar ist in unserem Leben. Und vielleicht können wir jetzt einmal zusammen aufstehen. Und alle, die von zu Hause zugucken, ja, alle, wir können einfach unsere Situation vor Gott legen, wo wir merken, wir brauchen da Gnade, wir brauchen Ermunterung, wir brauchen seine Zustimmung, wir brauchen sein Ausharren in schwierigen Situationen. Und lasst uns jetzt einfach das kurz vor Gott hinhalten. Du kannst deine Hände ausstrecken, kannst es aber auch einfach innerlich tun. Sagen, Gott, hier sind meine Situationen. Die sind schwierig, die sind vielleicht schon lange so, aber ich brauche deine Sicht. Ich brauche deine Ermunterung, ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Sicht dafür, Herr. Herr, und wir geben dir das hin, was uns beschwert, was uns die Sicht nimmt von dir, unserem kostbaren Retter, Jesus Christus, der lebendige Herr und Gott, der es nicht als einen Raub hielt, aus dem schönen Himmel hierher zu kommen und sein Leben für uns zu lassen. Wir danken dir, Jesus. Du bist gut. Wir ehren dich. Herr, und ich bete auch, dass du uns da, ja, zu uns sprichst, Heiliger Geist, dass du unsere Ohren, unsere geistlichen Ohren öffnest, wo wir auch auf dem falschen Weg sind, wo wir uns verrannt haben in unwichtigen Details, die nichts mit dir zu tun haben. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen deinen Ring an unserem Finger tragen, deinen Mantel tragen und wollen nach vorne gehen für dich, Jesus. Lass uns in dieser Zeit ein leuchtendes Beispiel für dich sein. Du, den Retter und Herrn, wir ehren dich. Amen.